Tempel des Himmels. So, erneut eine Chance, vielleicht doch ein paar Punkte gut zu machen, bevor ich Pause mache. So, wir müssen bannen, Sky Temple. Wir bannen Altstadt. Also, wie ist der Plan? Uppsala. Ita, leite meinen Pfad. Dieses Reich braucht mich. Was bannen wir? Die spielen tatsächlich mit zwei Mages. Wir brauchen einen Tank, wir werden den Arthas rausnehmen. Wir picken nämlich zuerst, das heißt, wir müssen den Anub rausnehmen. Ach ne, wir sind als letztes dran. Das ist mega anstrengend. Arthas rausgenommen, war der Malfael und die Hacker nicht so, aber der Malfael uns arge Probleme bekommt. Wenn sie Anub bannen, dann wird's... Oh, fucking hell. Das ist bitter. Dem Tod könnt ihr nichts anhaben. GB, GBB, passt schon. Ist okay. Warting ist okay. Ist nicht so viel Hilfe dem guten Malfay. Da muss er ein bisschen aufpassen. Ja, Anub ist offen. Wollen wir Anub nehmen, oder?
Dann wollen wir mal schauen, ob wir das gebacken bekommen. Wir haben Malfael, KT, DHK, Anub. Wir haben gute Globals. Wir haben zwei gute Globals. Wir haben eventuell von den Kara 7. Den Balmer Bertling war vielleicht nicht so die beste Idee. Aber die haben Double Mage, Anub, der dagegen gefeilt ist. Womöglich sogar die besten Möglichkeiten hat. Freunde, es ist Zeit zu kämpfen. Macht euch bereit. So soll es sein. Wir kämpfen in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Kämpft! Kämpft zusammen! Das ist ein mega merkwürdiges Lineup, was sie haben. Tod den Lebenden. Schade. Wir trinken das erste Blut. Okay, mach die Kälte. Mal zum Brunnen. Dieser Held muss sterben. Er kommt weg. Ich werde diven, glaube ich. Oh ne, ich gehe das Risiko nicht ein. Eine Runde? Gute Idee! Funkelchen macht mit! Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich vielleicht wegkomme. Deswegen bin ich all in gegangen und habe versucht, mich zu opfern für das Team. Ich spiele schon wieder mit Battle.net Player zusammen. Mega unlucky. Kostet das Geld.
ein Talent aus. Sieht lecker aus. Kostet das Gift von der Ruhe. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Dann bleib ich mal hier. Hacker hat's noch überlebt. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. 3-3. Während sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlt. Schön gemacht von Malfoy, hätte genau abgepasst. So muss das sein. Ja, die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Wächter, lass keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe. Der ist echt gut. Ich ziehe mich vorerst zurück. Ja, vielleicht kriegen wir das. Such dir ein Talent aus. Und natürlich Cocoon. Das Vor ist futsch. Für immer. Ich kümmere mich darum. Ja, wenn wir dafür in die Mitte bekommen, sind wir jetzt auch Level 10. Seid ihr vorher Level 10? Wir sind von meiner Magie erfüllt. Wächter, lass keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe. Wir sind oben die Fernung. Thank you.
vor mir. Unser Vor ist kaputt und tot. Das Licht verblasst in meinem Tempel. Doch bald wird es wieder erstrahlen. Wir sollten diese Söldner rekrutieren. Das ist halt unglaublich bescheuert gewesen. Wir sind jetzt auch 14, wir müssen die XP soaken. Go, go. Er geht runter, Keltas geht Mitte. Wir machen was. Ah, war klar. War klar. Und wenn jetzt die Mitte drauf pressern, versuchen sie Defender den 3 gegen 3 Fight zu nehmen. Ich hätte wahrscheinlich den Kara 7 kokunen sollen, der war eigentlich schon fast tot, deswegen habe ich es gelassen. Aber somit hätte ich verhindern können, dass er direkt danach die Divine Palm einsetzt. Wir sind wieder back in business. Epizentrum. Mega unglücklich schon wieder. Weil die Hacker nicht hochgekommen ist. Und ein Gedeft hat, war eigentlich auch der richtige Gedanke. Boah, ey. Da habe ich einmal im Gegnerteam ein Double Mage kommen, was eigentlich ein Free Win ist. Und dann verlieren wir dieses Spiel. Das ist echt bitter. Noch haben wir eine Chance. Wir haben Keep, das heißt. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Mann.
Oh Gott. Ihr blockt mich! Funkelchen meint, dass du das gut gemacht hast. Zuschauen hat Spaß gemacht. Wir können ein paar Schüsse mehr rausholen, aber bevor die Wall kam, haben sie mich schon geblockt. Damn it. Such dir ein Talent aus. Unser Flur ist explodiert. Oh nein. Ihr seid verletzt. Sucht einen Heilbrunnen auf. Widersetzt euch nicht. Wird wieder eine enge Partie. Ich versuche mal die Li Ming rauszunehmen, glaube ich. Oder irgendwas. Mensch, die Hacker, mach doch mal die Augen auf, ey. Mann, der guckt da die ganze Zeit und macht einfach nichts. Das ist ja bitter. Ich hole ein paar Schüsse. Genug von der Macht meiner Tempel gestohlen und kümmert euch wieder um euren Berg.
muss kurz zum Brunnen, wenn wir noch irgendwo einen Brunnen haben. Oh Gott. Der Gegner stellt Schlimmes mit unserer Zitadelle an. Nice! Go, go, go. Ja, Core ist vielleicht auch riskant, wir sind zwei am Leben. Ja, und. Juhu, Sieg! MVP. Ja, hat auch gut gemacht. Hat, glaube ich, drei, einen Keepcode und zwei Force geholt. Mit anständigem Push die Camps im richtigen Moment gemacht. Das war ein guter Spieler. Ich habe bald meinen Meilenstein wieder erreicht. Mal dreimal draufgegangen. Malfeil hat ordentlich Damage gemacht, ist aber neunmal gestorben. Muss nicht sein. Aber das ist das Problem bei Malfeil, ne? Wenn man wirklich ordentlich Damage machen muss, dann steht hier hinten immer eine hohe Zahl. Ja, hat echt gut gespielt. So, wer war denn der Kollege? Ach, genau. Wer war so gefrustet? Das war er doch hier, ne? Toxischer Spieler, der sofort wieder an die Decke gegangen ist. Weil wir den Brightwing hatten und.